Hallo Leute, heute gibt es diesen leckeren Kartoffelsalat. Für den Kartoffelsalat brauchen wir einen Schnittlauch, eine Zwiebel, zweimal Suppenwürfel und 1 Kilo Kartoffeln. Wenn ihr mehr braucht, dann nehmt halt mehr Kartoffeln und dann auch mehr Zutaten. Und wir brauchen noch einen Essig, und zwar einen weißen. Das ist wichtig wegen der Farbe. Tun wir als erstes die Kartoffeln kochen. Und zwar kochen wir die mit der Schale. Wir schneiden die einfach in gleich große Stücke, die Kartoffeln. Tun wir hier so rein. Ich halbiere die einfach alle. Kleiner Tipp von mir, wenn ihr große Kartoffeln habt, ist das dann beim Schälen ein bisschen besser. So. Kartoffeln habe ich... Manchmal steht eh drauf die Salatkartoffeln oder was auch immer. In diesen Topf geben wir nun einfach Wasser rein und das ganze Kartoffeln werden gesalzen. Da gibt es eben immer zu beachten, wenn ihr die Kartoffeln mit Schale kocht, vertragen sie Salz. Schon ein bisschen, wenn ihr sie ohne Schale kocht, immer weniger mit dem Salz. Aber da tue ich jetzt circa ein bisschen Salz rein. Kommt der Deckel drauf auf den Herd und jetzt schalte ich ein und koche sie. Und zwar kocht ihr die so lange, bis sie schon weich sind und durch, aber nicht so lange, bis sie komplett zerfallen, sonst wird es beredt. Ich zeige euch das dann nochmal, welche Stufe sie brauchen. Bis später. So, jetzt habe ich die Kartoffeln, circa so eine halbe Stunde haben die gekocht und jetzt müssten die fertig sein. Ich habe euch noch vergessen zu sagen, tut ein kleines Stückchen Butter in das Wasser, ist ein guter Trick, dann geht das Wasser nicht zu über, wenn ihr zu viel Hitze habt. Wenn man jetzt so reinsticht und die Kartoffeln schön so von allein runter geht, dann passt das. Jetzt wird einfach das Wasser abgesiebt, einfach so runter. Und jetzt am besten noch heiß schälen, denn heiß gehen sie am besten zu schälen. Aber ein bisschen abkühlen lassen wir sie. Drum mache ich jetzt erst die Gewürze. Das heißt, was ich jetzt mache, ist, ich tue den Schnittlauch waschen, klein schneiden, die Zwiebel schälen, klein schneiden, alles in eine Schüssel und brauchen wir noch ein Viertel Liter heißes Wasser. Das mache ich jetzt inzwischen, dann können die Kartoffeln schon so 3-4 Minuten die schlimmste Hitze abkühlen. So, ich habe die Zwiebeln und den Schnittlauch geschnitten. Das habe ich jetzt hier in diese Schüssel getan. Ein bisschen geschnittenen Schnittlauch müssen wir uns aufheben, den brauchen wir dann noch für die Deko. Dann ist jetzt hier ein Viertel Liter heißes Wasser. Und darin tut ihr jetzt 2 Suppenwürfel rein. Das wird dann so eine richtig sehr stark konzentrierte Suppe. Also zum so essen wäre die zu stark, aber für den Salat ist das dann die super Würzung. Und das Tolle ist, da brauchen wir dann kein Salz, kein Pfeffer, gar nichts mehr. So, jetzt ist nochmal Zwischenstation. Jetzt werden nochmal die Kartoffeln geschält und dann in Scheiben geschnitten und auch hier dazu getan. Noch warmer. Dann tue ich das jetzt auch noch mal schnell. So wohl, ich habe jetzt das alles da reingeschnitten, die Kartoffeln, und die sind noch warm. Und jetzt tue ich hier, obwohl die noch warm sind, auch noch diese warme, ganz, ganz starke Suppe drüber. Und durch dass sie so warm sind, nehmen Sie die Gewürze richtig auf. Das zieht so richtig rein. Dann nehmen wir einen weißen Essig. Kommt einfach darüber. Nehmt mal lieber nicht zu viel. Ihr könnt immer noch nachessigen. Aber wenn mal zu viel Essig ist, dann ist alles verhaut. Und dann habe ich vorhin vergessen zu sagen, ich tue jetzt hier meine Mayonnaise rein. Das gibt eben zwei Arten. Den Mayonnaise-Kartoffelsalat und den ohne Mayonnaise. Falls ihr den ohne Mayonnaise machen wollt, komplett gleich, einfach dann statt Mayonnaise nehmt ihr ein Öl, das euch schmeckt. Da gibt es ja verschiedene Geschmäcker, der andere hat lieber
Olivenöl, der andere lieber Rapsöl, der andere Nussöl, Sonnenblumenöl. Also da will ich keinem reinreden. Da soll er das Öl nehmen, was er mag. Oder eben er nimmt die Mayonnaise. Aber nicht beides, weil sonst wird es zu ölisch oder wie auch immer. Das wird jetzt ganz gut rumgerührt. Und auch wenn es jetzt hier unten die Soße noch ein bisschen flüssig ist, das zieht der Salat alles auf. Die Kartoffeln, die saugen das richtig. Deshalb müsst ihr den Salat eben auch, jetzt ist er eigentlich fertig, müsst ihr, wenn der fertig ist, lasst ihr den mal so eine Viertelstunde, 20 Minuten ziehen und kostet dann nochmal nach, weil meistens muss man dann nochmal ein bisschen nachwürzen, weil sie nicht so viel aufsaugen. Darum ist das einfach gut, wenn man das warm macht. Dann ist es so noch besser saugen. Ich zeige euch jetzt hier. Da kann man dann sowieso dazu essen, was man will. Kotelett, ein Würstchen, was auch immer. Ihr tut das dann so rauf. Der Kartoffelsalat ist schön fertig. Das blendet jetzt wie Schwein. Ich zeige es euch dann nochmal im Foto ohne diesen Geblende. Und dann kommt da mit so Schnittlauch von vorhin, kann man den dann schön verschönern. Ich koste den jetzt mal. Mmh. Echt super. Echt super lecker, super cremig. Eben kein Salz, kein Pfeffer. Das kommt schon vom Suppenwürfel, ein super Geschmack. Ich werde jetzt, glaube ich, noch einen kleinen Schuss Essig rein tun. Ansonsten ist er perfekt, noch einen kleinen Schuss Essig. Aber eben immer vorsichtig sein mit dem Essig, wenn es zu viel dann kann man den Salat nicht mehr retten fast. Tut weniger und dann ein bisschen nach. Aber ihr seht, man macht den super schnell einfach und glaubt mir, wenn ihr den mal gemacht habt, da mögt ihr den gekauften nicht mehr. Also der ist, ich habe jetzt wieder mal neulich einen gegessen. Das ist gar nichts gegen so einen selber gemachten. Das sind Welten. Das sind Universen. Es ist echt super lecker. Okay, freut mich, wenn ihr es mal nachmachen würdet. Und schreibt mir in die Kommentare, wie es geschmeckt hat, weil es ihr ihn mal macht. Oder schreibt mir auch mal rein, wie ihr es so macht. Okay, macht's gut. Tschüss.